Und wir haben noch enorme Goldreserven. 9 Trophäen werden heute Abend noch vergeben. Und die nächste vergibt ein wahrer Schatz. Sie hat sich auf jedes Eis gewagt und alles Gold der Welt gewonnen. Sogar eine goldene Henne hat sie natürlich. Niemand ist kompetenter als Laudatorin für die nächsten 2 Gewinner als Katharina die Große. Kathi, bitte. Es ist ein Fluch und Segen zugleich. Jede Bühne macht einen nervös. Welche Stadt hat das beste Eis? Rom oder Florenz? Und welche die schönste Kunst? New York oder Berlin? Ich glaube, da könnte man sich drüber streiten. Aber eins steht fest. Die erfolgreichste Eiskunst kommt aus Chemnitz. Schon seit Anfang der 50er Jahre ist Chemnitz der magische Ort für Eiskunstlaufen. Mit legendären Namen wie Gabi Seifert, Annette Pötsch, Jan Hoffmann, Sabine Bees und Tassilo Tierbach und Mandy Wötzel mit Ingo Steuer. Die Medaillen und all die Pokale dieser Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele passen in keine Vitrine. Und Jutta Müller, unsere Mutter der Kompanie, und dieser großen Erfolge trainiert noch heute im stolzen Alter ein paar Stunden den Nachwuchs. Und nun diese beiden. Erst sah es eine Weile so aus, als würde das Wunder von Chemnitz eine kleine Pause einlegen. Aber von wegen. Die zwei haben bei der Weltmeisterschaft in Moskau dieses Jahr eine einzigartige Kür aufs Eis gelegt. Nicht nur eine gute Figur haben sie gemacht, nein, ganz, ganz viele Figuren. Sie waren fehlerfrei, sie waren synchron, sie waren einfach perfekt. Trotz höchster Schwierigkeitsstufe. Und natürlich war das Publikum und die Jury hingerissen. Es gab Standing Ovations und eine so hohe Wertung im Eiskunstlaufen gab es noch nie vorher. 217 und 85 Punkte. Ein absoluter neuer Weltrekord. Und das alles aus eigener Kraft, ohne sich beirren zu lassen. Es ist schon ihr 3. WM-Titel und es ist wirklich sensationell. Sie entthronten damit sogar die Eislauflegenden Marika Kielius und Hans-Jürgen Bäumler, die 2-mal den WM-Titel im Eiskunstlauf-Paarlauf errungen. Allerdings, früher kam zu einem solchen WM-Titel noch ein Glückwunsch aus dem Kanzleramt. Heute fragen sich deutsche Weltmeister manchmal, ob sich ihre Glanzleistung wohl bis in die Hauptstadt herumspricht. Aber heute Abend sehen wir... Aber heute Abend sehen wir zum Glück, dass sich's bis Berlin rumgesprochen hat. Die beiden vereinen tatsächlich athletische Höchstleistung mit sehr, sehr viel Leidenschaft auf dem Eis und sehr viel Emotion und sehr, sehr viel künstlerischer Darbietung. Und bevor sie auf dem Eis hoffentlich noch mehr Gold einheimsen werden, euer Ziel wird sicherlich Sochi 2014 sein, die nächsten Olympischen Winterspiele. Ich weiß, das sind noch 3 Jahre hin, aber ist bestimmt euer großes Ziel. Aber bevor dieses Gold vielleicht bei euch im Schrank oder in der Vitrine hängt, bekommt ihr hier Gold erstmal überreicht. Und zwar die Sieger von Moskau sind die Gewinner von Berlin. Die Nummer 1 bei der Publikumswahl, der Super Elo von MDR und dem RBB. Die Goldene Helle 2011 in der Kategorie Sport geht an Aljona Savchenko und Robin Scholkowy. Ja, als Frau beginnt. Ist auch Ihr Preis. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön.